Dieses Video ist nicht schwarz. Es tut nur so. Okay. Naja, eigentlich ist es schon schwarz. Also, guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video gerade anguckt. Ich bin's, euer Tuditu, und heute landet ganz offiziell mein erstes Music Maker Tutorial auf YouTube. Thema des ganzen Spaßes wird sein, das Produzieren von Techno House und Dance Tracks. Mal etwas mehr auf Club abgestimmt, mal etwas mehr auf Wohnzimmer. Ja. Und das Thema des heutigen Tutorials sind ein paar Ankündigungen und Startvorkehrungen. Also, ich werde bei diesem Tutorial das Ganze natürlich hier auf meinem Rechner machen, dabei filmen und hochladen, so wie das normalerweise geht bei einem Tutorial. die Lieder, die dabei dann wahrscheinlich irgendwann mal entstehen werden, werde ich in voller Länge auch weiterhin auf meinem Kanal hochladen. Das ist ja jetzt leider in letzter Zeit etwas eingeschlafen. Naja, für euch zu Hause, ich wurde bereits gefragt, ob ihr eigentlich das Programm Music Maker MX auch braucht. Ihr braucht es nicht zwingend für dieses Tutorial. Ich empfehle es euch nur ganz, 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 ganz doll, weil es einfach ein unglaublich nettes Programm ist, mit dem man unglaublich viel Spaß haben kann, wenn man das Ganze verstanden hat, was ja Sinn und Zweck dieses Tutorials ist, dass ihr damit umgehen werden könnt. Ich werde das Ganze auch versuchen, ein bisschen allgemeiner zu fassen, als nur auf Music Maker MX. Weil, naja, einige haben jetzt bereits Audio-Sequencer-Programme und sowas. Ja, wie gut mir es gelingen wird, weiß ich nicht ganz so genau. Mal gucken. Bin ich auch gespannt drauf. Ja, also, ein paar Sachen, die ihr beachten solltet, wenn ihr Music Maker habt, haben werdet, euch holt oder was weiß ich nicht was. Euer Rechner sollte gewisse technische Anforderungen erfüllen. Er sollte mindestens 2 GHz CPU haben, heißt entweder als einmal 2 GHz oder als zweimal 1 GHz und mehr ist definitiv besser. Er sollte mindestens 2 GB RAM haben. Das ist weniger, also das ist schwerer zu erfüllen als 2 GHz CPU. Und der Monitor sollte eine nicht allzu geringe Auflösung haben. Also, ja, so ein integrierter Laptop-Monitor geht schon. Manche alten Röhrenbildschirme, die haben eine ziemlich geringe Auflösung, das geht nicht so gut, weil man dann nur sehr wenige Spuren auf dem Bildschirm kriegt. Werde ich euch im nächsten Video alles zeigen. Eine altbewährte Frage, was eigentlich für diesen Zweck besser ist. Computer versus Laptop. Ja, Computer sind grundsätzlich für denselben Preis meistens leistungsfähiger als Laptops. Und es gibt sie auch deutlich leistungsfähiger als Laptops. Ich benutze selber einen Laptop, weil ich nicht Laptop und Computer habe, was ein bisschen teuer wäre. Und ich das Ding einfach überall mit hinnehmen will. Es kann hinterher auch nochmal interessant werden, wenn man irgendwann mal zum Aufnehmen kommt, von zum Beispiel Stimme oder Instrumenten, dann kann es sinnvoll sein, das Laptop dahin nehmen oder den Computer dahin mit hinzunehmen zu können, wo auch das Instrument oder die Person ist, die singt. Das geht mit dem Computer nicht ganz so gut, aber es gibt tatsächlich auch Leute, die schleppen ihren Rechner mit auf LAN-Partys, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Nicht wegen der LAN-Party, sondern wegen der Schlepperei. Naja, Nummer 2, Lautsprecher versus Kopfhörer. Ihr braucht auf jeden Fall eine ordentliche Abhörmöglichkeit von dem, was ihr macht. Weil man macht beim Musikmachen natürlich ganz viel nach Gehör. Wer hätte es gedacht? Und ja, es ist ja so ähnlich wie bei Computer versus Laptop. Kopfhörer gibt es in sehr annehmbaren Qualitäten schon relativ billig. Bei Lautsprechern, die sind rein theoretisch besser als Kopfhörer, werden aber leider relativ teuer. Und ja, ein bisschen unterschiedlich ist es, man kriegt für denselben Preis bessere Kopfhörer als Lautsprecher. Also ich mache das Ganze gerne auf Lautsprechern, weil das Ganze einfach etwas bombastischer klingt dann. Man kann es lauter drehen als auf Kopfhörern. Man hat den Raumsound, also der Raum, in dem man sich befindet, hat ja einen individuellen Klang. Man hat den direkt schon mit drin. Bei Kopfhörern sitzt man sozusagen in einem sterilen Raum, weil der Raum nicht mitgezählt wird. man kann das Ganze natürlich auch genauso gut auf Kopfhörern machen. Eine etwas fortgeschrittenere Sache
bezüglich Lautsprecher oder Kopfhörer ist, ob man eine interne oder externe Soundkarte verwendet. Die internen Soundkarten sind meistens einfach als Kopfhörerausgang zu identifizieren am Laptop oder am Rechner. Da kann man natürlich einen Kopfhörer reinstecken, man kann auch genauso gut Lautsprecher darüber laufen lassen. Ich habe lange über einen Kopfhörerausgang an meinem Laptop oder an meinem Rechner gearbeitet. Ich war gar nicht zufrieden damit, weil die integrierten Soundkarten, das ist einfach eine Stelle, an der man sehr gut sparen kann. Und das machen die Rechner oder Laptop-Hersteller auch leider relativ schnell. Also qualitativ ist das nicht so unglaublich gut. Es reicht für Music Maker alle Male. Aber irgendwann, ich weiß nicht, wenn man etwas länger mit dem Programm arbeitet, fängt man an, Ansprüche zu stellen. Passiert einfach. Naja, also ich benutze eine externe Soundkarte. Leider sind die relativ teuer. Also die billigen Soundkarten, da kann man genauso gut eine interne nehmen. Die ist dann wahrscheinlich sogar besser als eine billige externe. Naja, also ich habe jetzt hier gerade einen Kopfhörer an eine externe Soundkarte angeschlossen, die auch gleichzeitig das Mikro verarbeitet, über das ich im Moment rede. Ja, bezüglich Music Maker. Einige hatten die Frage geäußert, also ob man es braucht, hatte ich eben schon beantwortet. Fällt mir jetzt nur gerade noch so ein, bitte crackt es euch nicht. Ist ja grundsätzlich nicht so, als hätte ich alle Software von meinem Rechner gekauft. Bei weitem nicht. Aber Music Maker ist einfach ein unglaublich schönes Programm. Es kostet für den Funktionsumfang, den es bietet, gerade mal 60 Euro. Und mit den 60 Euro unterstützt man einfach die Magics, also die Produzenten von Music Maker, ungemein. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die das Geld für total sinnlose Sachen ausgeben. Das vermute ich aber eher nicht. Wahrscheinlich wird es dabei landen, dass es irgendwann mal eine neue Version von Music Maker geben wird, an der sich ganz Deutschland erfreut. Ja, also wie gesagt, unterstützt Music Maker. Cracken ist einfach scheiße. Okay, das will ich jetzt nicht gesagt haben. Egal. Zudem ist es auch gar nicht so leicht, Music Maker zu cracken. Es gibt da deutlich einfache Programme. Naja, aber ich möchte euch von nichts abhalten. Ich möchte auch Cracken nicht verteufeln. Egal, ist jetzt ein bisschen das falsche Thema. Naja, okay, ja. Rein theoretisch werde ich jetzt erstmal in dem nächsten Video anfangen mit ein paar Grundlagen, also Programmoberfläche von Music Maker und grundsätzliche Funktionen des Ganzen. Da wird dann wahrscheinlich noch kein richtiger Song bei rumspringen, ist aber auch okay. Also es besteht erstmal ganz viel einfach, indem man rumexperimentiert mit Music Maker und was man machen kann. Man kann sich erstmal die ganzen Samples anhören und so. Schon mal versuchen, eigene Lieder zu machen, was wahrscheinlich auch ganz gut gehen wird, weil es ein Programm ist, mit dem man relativ intuitiv starten kann. Also das ist alles relativ einfach damit, finde ich, meiner Meinung nach. Kann man natürlich sehen, wie man will. Ja, und dann in dem übernächsten Video wird es erstmal einen kleinen Theorieteil zum Thema Aufbau eines Liedes geben. Ich versuche das Ganze so ein bisschen abwechselnd zu machen. Praxisteil und Theorieteil. In den Praxisteilen versuche ich dann immer das umzusetzen, was man im letzten Theorieteil so übernommen hat. Die Praxisteile werden wahrscheinlich aufgrund einer relativ blöden Beschränkung von YouTube nur 15 Minuten lang. Die Theorieteile werden wahrscheinlich nicht ganz so lang. Mal gucken. Bezüglich wie oft ich Sachen hochlade, möchte ich jetzt keine Aussage treffen. Ich weiß, dass das zu Komplikationen mit meinen privaten Aktivitäten führen kann und auch tun wird. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts. Wartet's ab. Ja. Und ich hatte im Vorfeld auf Facebook unter meinen Freunden so eine kleine Umfrage laufen, wer denn am liebsten was haben möchte. Also als Alternative stand noch ein kleines Tutorial zum Thema DJing. Erstmal mit Virtual DJ, später dann mit Traktor und Controllern und PA, Lichttechnik, Songgetöse, alles. Das wird wahrscheinlich auch kommen. Ich mache jetzt erstmal ein paar Videos, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es eine zweistellige Anzahl an Videos wird. Mache ich Music Maker für Grundlagen, dann mache ich Virtual DJ Tutorial, dann mache ich Music Maker für Fortgeschrittene, wo es dann auch darum gehen wird, zum Beispiel, wie man Videos bearbeitet in einem Programm, das geht alles. Oder sowas. Naja, abwarten. Und dann mache ich wahrscheinlich ein Traktor-Tutorial
das etwas länger wird, wo es dann mehr so um professionelles DJing geht. Okay, ich kann jetzt nicht wirklich ein Tutorial zu professionelles DJing machen, aber ich kann es versuchen. Und auch so ein bisschen Einblicke in PA, Lichttechnik, Controllerwelt und so. Naja, also, wartet's ab. Ich muss mal gucken, wenn ihr ganz gerne noch andere Tutorials haben wollt, es stehen zum Beispiel noch zur Auswahl sowas wie Videobearbeitung, dann mit einem anderen Programm, auch von Magix, yay! Dann sagt es einfach, schreibt es in die Kommentare, ist super. Ich werde mal gucken, wann ich das wie machen werde. Ich bin mir jetzt sowieso nicht ganz sicher, inwieweit es sinnvoll ist, so übel weit vorauszuplanen, weil dann ist man wieder von sich enttäuscht, wenn man es dann nicht einhalten kann. Ich sehe es kommen. Naja. Okay. Ja, das war's dann eigentlich auch schon so ungefähr von meiner Seite. Ich werde mich jetzt mal dran begeben, das erste richtige Tutorial aufzunehmen. Mal gucken. Nein, das heißt, warte, erstmal werde ich das, was ich jetzt gesprochen habe, etwas aufpäppeln. Naja, okay. Ja, auf jeden Fall, bis demnächst mal. Tschüssi, euer Tudi Tu. Yay.